Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Die 10-Euro-Überraschungsshow. Heute Abend wieder. Wir kriegen Produkte, wo wir nicht wissen, was es ist. Sie wissen nicht, was kommt. Und es ist einfach eine Überraschung. Aber einen können Sie sicher sein, es ist ein ganz toller Preis. Alles kostet 10 Euro, nur 10 Euro. Ja. Und das ist immer sehr aufregend und macht richtig Spaß, diese Sendung. Hoffentlich Ihnen genauso viel wie uns. Wir schauen mal, was wir als Erstes bekommen. Ja, dann drück mal den Buzzer. Ich drück den Buzzer. Auf geht's. Und Diana steht schon unterwegs. Und ganz wichtig ist, wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes Produkt sogar bis zu 5-mal bestellen. Ich warte immer auf Spielzeug. Haben Sie auch so ein Lieblingsprodukt, was Sie jetzt gern sehen würden? Ja. Vielleicht kommt es heute dran. Wir wissen es nicht. Wir beginnen mit, ja, das ist jetzt nicht schwer, einer Uhr. Ja, wow. Das sieht aus wie eine Uhr. Ne? Jetzt muss ich mal schauen. Und zwar eine, oh, das ist eine Wanduhr. Und jetzt kommt es mit Geheimfach. Jetzt bin ich mal gespannt. Da muss irgendwo ein Geheimfach drin sein. Ich sehe es nicht, deswegen ist es geheim. Fast so sicher wie ich ein Safe. Ah, ich sehe es. In dieser. Das ist ja genial. Und wie hast du es aufbekommen? Das an der Seite ist ein kleiner Hebel. Mhm. Das findet ja niemand. Da breche ich mir die Nägel ab. Kannst du mir da helfen? da muss man aufpassen. Also, das ist natürlich auch das perfekte Versteck für Frauen, weil die kriegen das nicht auf. Ja? Also ja. Wenn du von deiner Frau was verstecken Süßigkeiten willst, kannst du da drin verstecken, nicht auf, lieber weil wegen den Fingernägeln. Aber sowas, haben Sie sowas schon mal gesehen? Das also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich würde da eine Uhr drin verstecken oder was Kostbares. Ja, Schmuck. Ja, Schmuck. Und das sieht ja ganz normal aus wie in so eine Bahnhofsuhr. Ne? Und dann machst du auf und dann ist was ganz Wertvolles drin. Da kommt ja keiner drauf. Also ich wollte gerade sagen, so eine Uhr für 10 Euro ist schon super günstig. Ja? Ja. Aber jetzt haben wir noch diesen Safe oder diesen ist kein Safe, ist ein Geheimfach drin. Aber da kommt doch auch ein Einbrecher nicht drauf. Ja? Da hängt man jetzt mal Sachen rein. Wichtige Dokumente steht hier zum Beispiel. Briefe oder Ersatzschlüsselketten, Ohrringe, Uhren. Also da passt alles rein oder auch mal Münzen. Und da kommt keiner drauf, weil es eben da eine Uhr ist. Drauf. Also ich glaube, es hat noch niemand in einer Uhr nachgeschaut, ob da Wertsachen drin sind, oder? Nee, und das ist auch auf der Rückseite sind die Aufhängevorrichtungen. Kann man ganz normal in die Küche oder ins Bad oder war man immer eine hübsche, die ist ja auch noch hübsch, die Uhr. Ne? Die sieht ja relativ edel aus. Sieht schlicht aus und passt eigentlich zu allem. Ne? Ist nicht zu viel Trara dran und irgendwelche Blinky-Blinky-Diamanten, sondern das ist ganz schlicht. Da kommt man doch niemals drauf, dass da tatsächlich ein Geheimfach drin ist. Und zwar drei. 1, 2, 3 Fächer. Ja, also schön mit Zwischenablagen noch, dass du auch wirklich was toll hinlegen kannst. Vielleicht auch ein bisschen Geld, dass man, wenn man mal viel, aus irgendeinem Grund viel Bargeld zu Hause hat, das unter die Matratze ist kein gutes Versteck. Das würde jeder zuerst suchen. Aber das ist schön und du musst auch keine Wertsachen mehr offen rumliegen lassen, weil oftmals sagt man ja auch, Gelegenheit macht Diebe. Ja. Wenn da was liegt und sieht jemand, dann kann es mal weg sein. Hier ist es ganz einfach natürlich gut versteckt. Mhm. Und jeder hat so ein kleines Geheimnis und dementsprechend sollte auch jeder so ein kleines Geheimfach haben. Vielleicht auch so heimliche Liebesbriefe, Sarah, die du so jetzt bekommst. Och, die Briefe, die ich bekomme, die sind doch viel zu lang. Die passen hier gar nicht rein. Okay, ich glaube, ich würde lieber meine Ringe und Ketten und vielleicht eine schicke Uhr drin verstecken. Oder vielleicht haben sie irgendwie ein Familienandenken. Da ist das doch sicher. Da kommt doch kein Mensch rauf. Das ist ja echt super. Für 10 Euro eine Uhr und ein Schließfach. Das ist auf jeden Fall für 10 Euro gar nichts, da also, greifen Sie doch am besten weg. Ich habe sowas noch nicht gesehen, ich habe jetzt auch wirklich keine Preisvorstellung, aber wir hören gerade, unverbindliche Preisempfehlung 30 Euro, jetzt für 10 Euro und Sie dürfen auch dieses Produkt bis zu 5-mal bestellen mit der Bestellnummer NC7188 und der 569, da sehen wir auch mal eben Geld reinmachen, warum nicht, das findet keiner außer einem selber, das können so der Notgroschen, den kann man da auch reinmachen, also ich finde das eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee, eine pfiffige Idee. Ne? Ja, magst du mal drücken? Jetzt fängt schon wieder toll an, wir machen weiter. Auf geht's. Jetzt nehme ich mal den Umschlag. Darf ich mal auspacken? Aber, das ist ja süß. Aber ich finde das so toll. Also ich bin jetzt schon wirklich lange bei Pearl, aber es gibt die immer wieder so Produkte, die ich ganz neu entdecke. Diese Uhr gehört dazu. Jetzt haben wir hier eine Lichterkette. Mhm. Und zwar, die ist ja richtig groß, würde ich sagen. Die ist ja richtig lang. Das ist eine Solarlichterkette sogar. 5 Meter Multicolor, 12 LEDs Glühbirnenform. Wie Multicolor? Ne, die soll in mehreren Farben leuchten. Aha. Buntlich. Die Kette lädt tagsüber in der Sonne und leuchtet abends im leeren Wohnraum. Das heißt, das ist also auch noch energiesparend.
tagsüber sammelt sie das Licht und abends gibt sie uns das Licht wieder. Das ist ja wirklich hübsch. Und das kann man so im Garten tun oder eben, ach, da sehen wir es mal im Einspieler. Siehst du, das sind tolle blaue, Farben. Rote und grüne Birnen. Und das alles natürlich wieder ohne Batterie, ohne Strom. Wirklich, wirklich. Wir haben viermal rot, viermal blau und viermal grün. Und die ist 5 Meter lang. Ich werde die jetzt nicht auseinanderziehen, aber das kann man auch dekorativ einfach so an einem Stück aufhängen. Ja, wie so ja. bunte Trauben, die da irgendwo in der Ecke hängen. Aber das ist auch bestimmt ganz nett, wenn man eine Terrasse oder einen Balkon hat, oder? Ja, es ist mobil einsetzbar. Du bist unabhängig von der Steckdose. Und wie gesagt, es ist Solar. Das heißt, du musst auch keine Batterien reintun. Ganz, ganz tolles Prinzip. Ist natürlich schön, auch Camping. Wenn du jetzt so ein Vordach hast im Camping oder eine Pergola draußen, du musst nicht gucken, dass da irgendwo eine Steckdose ist, sondern Solarpanel einfach so hinlegen, dass es Licht abbekommt. Und bei der Dunkelheit schaltet es sich dann automatisch an. Und wir freuen uns ja auch alle wieder auf den Sommer, wenn wir hoffentlich dann mal wieder Partys geben können. Und so eine schöne Partybeleuchtung, 5 Meter lang, was hast du gesagt, 12 LEDs sind hier dran. Und was ich natürlich auch noch schön finde, ist, dass die dieses Retro-Design haben, diese Glühbirnen, sogar das Gewinde ist mit dran, ist natürlich LED-Technik, aber das ist mal schön. Also hier hätte ich gemutmaßt durch die Solartechnik und die Länge, dass man mindestens 20 bis 25 Euro hier ausgeben müsste. Ich höre gerade, unverbindliche Preisempfehlung ist 20 Euro, aber ist ja jetzt egal, weil unser Preis ist heute 10 Euro. Unser Preis ist 10 Euro mit der Bestellnummer NX66 22 569. Denken Sie an die 56 damit Sie den TV-Sonderpreis von 10 Euro, wir sind in der 10-Euro-Show, das ist unglaublich, dieses Produkt hier drin zu haben. Unsere Solar-Lichterkette, 5 Meter lang, NX66 22 569. Sie können uns auch anrufen, 0180 51 51, genau. Und dreimal die 2. Jetzt haben wir es. Also. Aber Sie sehen es ja auch immer unten eingeblendet. Kommt, buzzert wieder, ich bin ganz ungeduldig. Wir haben ja heute wieder richtige Highlights. Also die Uhr, die hole ich mir nachher noch. Lassen Sie mir da bitte eine übrig. Denken Sie dran, unser Kontingent ist immer begrenzt. Wenn weg, gilt wieder der Normalpreis. Also deshalb immer schnell sein, wenn Ihnen etwas gefällt. Oh, das ist ja toll. Das ist ein 12-Volt-Adapter, wo man aus einem Anschluss 2 machen kann. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Das habe ich. Und es hat USB. Jetzt habe ich erst in der, wir haben ja auch regelmäßig Autosendungen und da haben wir so Sitzheizungen. Mhm. Und da habe ich genau zu so einem Adapter habe ich geraten. Ja? Weil wenn du 2 Sitzheizungen nachträglich installieren willst, brauchst du auch 2 12-Volt-Anschlüsse. Und die hast du hier, aber zusätzlich nochmal die 2 5-Volt-Buchsen. Also USB, um auch Geräte zu betreiben oder zu laden. Und das in einem Kfz-Verteiler. Also das ist einfach heutzutage, musst du das haben. Du brauchst USB, ältere Autos haben das nicht. Wenn du einen Neuwagen kaufst, ist immer überall ein USB-Steckplatz. Mhm. Das ist aber oftmals zu wenig. Und auch da kannst du erweitern. Ja? Also ja, 4 Anschlüsse für 10 Euro quasi. Ja, ne? Genau. Das ist super. Richtig praktisch. Und man kann das auch hin und her bewegen und sich so einstellen, wie man das möchte. Ja, es ist auch, liegt auch daran, weil die 12-Volt-Stecker, also die früher hat man Zigarettenanzünder gesagt, sind oftmals anders positioniert. Einmal vorne in der Front, einmal in der Mittelkonsole. Mhm. Und ganz egal, wo das ist, durch das Gelenk kannst du es einstecken und frei zugänglich machen. Praktisch. Hast dann immer den perfekten Steckwinkel. Und 2 12-Volt-Buchsen sind immer gut. Und dann natürlich noch die 2 USB-Netzteile mit übrigens 4,8 Ampere Stromstärke. Das ist auch ein ganz wichtiger Fakt, weil man damit auch zum Beispiel iPhones oder die großen Tablets laden kann, weil genug Strom rauskommt. Und jetzt auch noch wichtig, das sieht man nicht, aber das ist nicht nur für 12 Volt, sondern auch für 24 Volt tauglich. 24 Volt bei großen Wohnmobilen, bei LKW haben wir oftmals praktisch. 24 Volt. Also auch für die Fahrzeugbatterien ist das tauglich. Und so ein Vierfachverteiler für 10 Euro ist der Wahnsinn. Ja, vor allem schon allein, dass man 2 USB-Buchsen hat. Wie oft ist man mit seinem Partner zusammen im Auto und jeder will sein Handy laden. Mhm. Und hier kann man wirklich 4 Geräte gleichzeitig laden und die 2 Sitzheizungen und 2 Handys. Wäre eine ganz praktische Anleitung. Manche alten Navigationsgeräte haben auch noch eben den Zigarettenanzünderanschluss. Das ist ein ganz praktisches Gerät und für einen Wahnsinnspreis. Ja, ne? Der Wahnsinnspreis, das kennen Sie, 10 Euro. Aber die Bestellnummer, die muss ich Ihnen noch sagen, das ist nämlich die PX 2033 und natürlich die 569, die unverbindliche Preisempfehlung hier, 25 Euro. Und ich bin mir sicher, dass wenn man sowas an Raststätten irgendwo kauft, dass man auch mal 20, 30, 40 Euro hinlegen kann für so einen Multi-Verteiler, ein Vierfach.
Großverteiler. Also das ist einfach zeitgemäß, sowas im Auto zu haben heutzutage. Gerade auch, wenn Sie ein älteres Fahrzeug haben. USB und 12-Volt-Anschlüsse kann man nie genug haben. Und da ist das das perfekte Produkt. Aber es geht mit Sicherheit auch gleich perfekt weiter. Sarah ist heute unsere Buzzer-Beauftragte. Ja, ich habe das vorher nie gemacht. Heute buzzer ich die ganze Zeit und bekomme schöne Überraschungen. Das ist doch ganz toll. Und ich bekomme immer zwei. Ich kann euch auch eins geben. Ich bin so nett und teile. Denn teilen macht Spaß. Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Nicht vorlesen, Ingo. Sarah, weißt du, was das ist? Das ist ja jetzt wieder, rate mal, ja? Rate mal bei Pearlty. Warum macht der Ralf das so gerne? Er lässt mich immer erraten. Ja, weil das ist wie, wenn man so ein vierjähriges Kind hat. Na, was ist das? Was könnte das sein? Okay, also es sieht aus wie ein Lufterfrischer. Fast, es ist ein Luftreiniger. Ein Erfrischer sendet ja Duftstoffe aus. Ja? Mhm. Aber das hier ist ein Ionisator und der neutralisiert Gerüche. Zum Beispiel im Kühlschrank. Im Kühlschrank übrigens, das kennt jeder, wenn er einen Kühlschrank aufmacht, irgendwas muffelt. Ja? Mhm. Und dadurch reinigst du das, stellst es einfach rein. Es ist batteriebetrieben, braucht sehr, sehr wenig Strom, hält also lange und... Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, auch die Lebensmittel sind länger haltbar. Aber du kannst das auch jetzt überall anders einsetzen. Im Auto zum Beispiel, im Wohnwagen, im Boot oder neben Schuhschrank, ja, wo jetzt auch mal so gerne Düfte erscheinen. Also überall, wo du eben ein bisschen frische Luft haben willst. Oder in der Küche, ne? Wenn es dann nach Knoblauch und Fisch stinkt. Ja, oder wenn du mal die Fritteuse, wenn du Pommes frittiert hast, die ganze Küche nach Fett stinkt, ja, dann stellst du das auf und reinigst damit. Aber gerade für den Schuhschrank finde ich das ganz praktisch. Gerade Herren haben ja oftmals irgendwelche Turnschuhe, die sie dann einfach da hinstellen, ohne sie draußen zu lüften. Das ist die Lösung. Da sind ihre Schuhe immer frisch. Ich weiß das ja nicht, was für Herren du kennst. Ja, okay. Das ist unser Mini-Ionisator. Ich werde mal den Schuhcheck machen nachher und bei Luftreiniger euch. Für Auto, Kühlschrank, Schränke und Co. Mit der Bestellnummer NX75-38569. Alles bleibt frisch. Das ist es ja mit diesem Ionisator im Kühlschrank. Das negativ geladene Ionen und Ozon reduzieren Bakterien auf natürliche Weise. Ganz super, toll. Also Bakterien. Also für Kühlschrank ist das wirklich toll. Unsere Wanduhr ist übrigens schon sehr stark nachgefragt. Vielen Grüß an Andreas, der hat alles richtig gemacht. Aber jetzt unser Mini-Ionisator und Luftreiniger für Auto, Kühlschrank, Schränke und so weiter. Auto ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt hier, weil, probieren Sie es mal aus, Autoaufbereiter, also die Leute, die Gebrauchtwagen professionell wieder aufbereiten, die arbeiten auch mit einem Ionisator, um die Luft innen zu neutralisieren. Stellen Sie es ruhig mal über Nacht in Ihr Auto und Sie werden es merken, wie gut Ihr Auto plötzlich wieder riechen kann. Und bei diesem Mini-Ionisator haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 30 Euro. Und jetzt für Sie für 10 Euro und kaufen Sie ruhig auch mehrere und probieren Sie das auch mal aus mit dem Kühlschrank. Es funktioniert wirklich. Also die Bestellnummer ist NX75-38569 für unseren Mini-Ionisator. NX75-38569. Am besten für jedes Zimmer eins, ne? Ja. Und weiter geht's. Ui, ein Reißer. Das heißt, wir haben ein Produkt hier drin, was eigentlich gar nicht drin sein dürfte, weil es normalerweise viel zu teuer ist. Und deshalb die Begrenzung, egal was da jetzt rauskommt bei Sarah, ein Stück pro Besteller. Wir raten wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Wer rät? Das hat was bei mit vielen Kabel. Sachen sieht man es. Das ist nicht so schwer. Das glaube ich gar nicht. Das ist nicht so schwer. Das sieht nach Spaß aus. Das ist unsere Retro-Spielekonsole. Also erstmal Kabel dabei und Spielekonsole. Und das kennt man ja, diese das ist klassische der Form. Ne? Das ist der Wahnsinn. Über 200 Spiele und vor allem, man kann hier bei dieser Retro-Spielekonsole miteinander und gegeneinander spielen. Und dass wir die jetzt in der 10-Euro-Überraschungsshow haben, war unser Bestseller um Weihnachten. Ja? Einfach einschalten und jetzt könnt ihr ein Spiel auswählen, auf der Seite einschalten, genau. Und jetzt ein Spiel auswählen. 200 Spiele stehen zur Verfügung. Das Perfekt. Ganze ist batteriebetrieben und jetzt kann es losgehen. Und mich erinnern solche Spiele an meine das Jugend. Das ist ja toll. Das sind die Retro-Spiele der 80er, diese Ballerspiele oder auch Geschicklichkeitsspiele, das Hüpfen, das Ausweichen, die Rennen und da jetzt eben auch gegeneinander. Und noch was, man muss nicht immer auf diesem kleinen Bildschirm spielen. Wir haben ein Anschlusskabel mit im Lieferumfang enthalten und das schließen Sie einfach an Ihren Fernseher an und dann ist dieser Bildschirm außer Betrieb und es wird auf dem großen Fernseher angezeigt und Sie sehen, die Zusatzkonsole ist auch mit drin, dass man auch wirklich gegeneinander spielen kann. Das ist ja toll. Und jetzt schauen wir mal auf pearl.de, was der reguläre Preis für diese Spielekonsole ist. Da sehen wir es.
Also ich muss sagen, ich habe als Kind immer mit dem ganzen Körper mitgespielt. Ne? Da kriegt man wieder so ein richtiges Spielvergnügen, wie man das von früher kennt. Der ganze Körper ist dabei, man ist konzentriert, man kriegt mal einen kompletten freien Kopf. Ne? Das ist wirklich auch für Erwachsene. Man denkt mal an gar nichts und hat einfach nur Spaß. Und vielleicht sind auch Spiele dabei, die man halt schon von früher kennt. Das ist gerade so lustig. Und wir haben es gerade gesehen, 20 Euro finde ich schon günstig, weil da 200 Spiele mit drin sind. Aber jetzt für 10 Euro. Und wir suchen doch alle nach Beschäftigung. Warum mal nicht wieder die alten Videospiele auspacken? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch die Jugendlichen, die normalerweise ihre hunderte von Euro teuren Spielekonsolen gewohnt sind, die haben viel Spaß an diesen Retro-Spielen und man beschäftigt sich eben auch in dieser schwierigen Zeit. Die Bestellnummer für diese Retro-Spielekonsole mit dem zusätzlichen Controller und 200 Spielen, das ist die ZX 30, 33 und die 569. Denken Sie bitte dran, es ist unser heutiger Preisalarm des Tages. Das heißt, maximal einen Probesteller. Aber da würde ich jetzt gleich zugreifen. Also wirklich, hast du früher auch gedattelt an diesen Automaten? Aber nee, an Automaten sowieso. Da ging es halbe Taschengeld bei mir drauf. Das Ganze. Das darf meine Mutter nicht wissen. Da fühlt man sich richtig wieder jung. Das ist ja diese 8-Bit-Optik, das ist ja wirklich der Hammer. Und 200 Spiele für 10 Euro und man kann zu zweit am Fernseher damit spielen. Die ersten Spiele, die waren ja wahnsinnig teuer, wenn man da nur an das Pong denkt. Ja, und schau mal hier, Autorennen, das ist toll zu zweit. Und vor allem, weißt du, viele solche Spielekonsolen, da spielst du allein. Hier spielst du entweder miteinander oder auch gegeneinander. Mhm. Von den 200 Spielen, das weiß ich jetzt, sind 94 Spiele, die man mit oder gegeneinander spielt. Mhm. Die anderen sind Einzelspiele, aber egal was. Und schau mal, du kannst es auch alleine benutzen, unterwegs bei einer Busfahrt, bei einer Zugfahrt. Ja, ja. Da hast du das kleine Display und zu Hause einfach angestöpselt an den Fernseher. Da ist für jeden was dabei. Ja, bei den Spielen sowieso, auch unsere Damen, wir haben es gesehen, die haben 5-6 Spiele gehabt, die so ununterbrochen gespielt haben. Crystal und Diana, die haben sich den ganzen Tag gebettelt. Ich habe so ein paar Fliegerspiele gefunden. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber so findet jeder was. Ja. Oh, da muss ich mal mit der Diana spielen. Ich bin gespannt, ob sie mich wegzockt. Das ist doch eine coole Sache. Nur Autofahren kann sie nicht. Das haben wir in den Spielen gesehen. Er hat immer Unfälle gebaut. Der Ralf wieder. Und weiter geht's. Ne? Du darfst drücken. Jetzt darf ich wieder. Und... ich mal wieder den Umschlag. Danke, Diana. Also, wollen wir wieder raten, was es ist? Ach, das ist auch einfach. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das kenne ich noch von früher, aber das sieht ja echt stylisch aus. Moment, ist das eine Küchenwaage? Das ist eine analoge Retro-Küchenwaage bis 5 Kilogramm mit Tara-Funktion. Weißt du, was eine Tara-Funktion ist? Nee. Das heißt, du kannst da was reintun in die Schale, die dazukommt. Und dann, wenn dann zum Beispiel 100 Gramm angezeigt werden, dann musst du noch mehr reintun. Ich brauche da kurz Hilfe. Ja, probier es mal andersrum und dreh es ein. Aber Tara-Funktion wollte erst... So, also, muss man das anschrauben? Nein. Okay, Moment. Also hier auflegen, genau. So. Das war's schon? Ja. Also ist ja einfacher, als ich dachte. Und Tara-Funktion ist eigentlich eine Zuwiegefunktion. So, das können wir kurz sagen, ja. So, dass man hier, aber das ist natürlich, Retro ist voll im Trend. Und hier jetzt so eine Küchenwaage, das hier, ist natürlich toll. Und schau mal, da sieht man es. Ja, ganz einfach beim Backen, jetzt wird auch die Tara-Funktion genommen. Man sieht. Und das ist also für mich wirklich perfekt. Ich finde es klasse. Ja, und du hast recht, das obere Schälchen wird festgeschraubt. Genau, das haben wir gerade gesehen. Das machen Sie einmal, also zwei Schrauben befestigen und schon ist das Ganze fertig. Und ich sehe gerade die Skalierung bis 5 Kilo. Also wissen wir schon, wie viel ich hier abwiegen kann. Aber das ist ja das Perfekte, wenn man mal backen will. Aber ich finde, das ist so ein optisch, das ist so ein Hingucker. Ja, das ist der Wahnsinn. Nein, vor allem das Gehäuse ist ja richtig Metall. Das ist richtig, also es ist kein billiges Plastik. Das ist ein richtig tolles Küchengerät, was also wirklich alltagstauglich ist und jeder braucht so eine. Und Retro ist ja auch voll in im Moment. Ja, das ist richtig modern. Hier sieht man auch, ne, wie das dann so runtergeht. Das ist super. Das sieht wirklich stylisch aus. Ich habe auch gesehen, viele Leute schaffen sich das gerade an, diesen Retro-Look. Das ist wieder total der Trend. Und da haben sie wirklich das Nützliche wieder mit ein bisschen Design verbunden. Ja, zeitloses Retro-Design, stilvoll in jeder Küche. Das ist unsere analoge Retro-Küchenwaage. Bis 5 Kilo mit Tara-Funktion. Sie wissen jetzt auch, was Tara ist, in Schwarz und sie ist aus Metall. Das ist ja der Hammer. Mit der Bestellnummer NC2716569 auf pearl.de. Wollen wir mal gucken, was sie da kostet? Ich bin gespannt.
knapp 22 in der Premium-Serie. Das heißt, das ist schon am meisten bestellt, am besten bewertet und dann 22 Euro. Also ja. Ich hätte jetzt gesagt, in so einem Fachgeschäft für gerade was Retro, weil es ja so in ist, da zahlst du 40, 50 Euro. Vollmetall, kein Kunststoff. Ja. Und jetzt für 10 Euro da sofort zugreifen, wenn Sie auch so ein Retro-Fan sind, aber nicht auf Komfort verzichten wollen. Das ist natürlich wie ein Volltreffer für 10 Euro. Ist ja auch ein tolles Geschenk, ne? So eine Wohnungseinweihung oder so. NC 2716 569, unsere Retro-Küchenwaage. Ganz tolles Produkt. Ich bin begeistert. Wir gehen wieder durch alle Sachen, die wir so anbieten. Genau. Durch alle Sparten. So, komm, Buzzard, ich will mein Spielzeug. Diana, hast du jetzt endlich mein Spielzeug dabei? Wir hatten doch das Telespiel. Weißt du, du schiebst das auf mich, aber du willst doch spielen. Das gilt ja nicht so, weil ich die Retro-Konsole selber zu Hause habe. So, Fernbedienung. Oh, ich weiß schon, was das ist. Ist das so eine LED-Leuchte? Ja, aber keine einfache. Das ist eine LED-Effektkugel. Und die muss man einfach anschalten. Unten ist ein Anschalter, einmal einschalten. Und dann kann man es eben ganz einfach mit der Fernbedienung einstellen. Wir sehen hier die Leuchtfarbe. Oh. Ich hoffe, Sie sehen das auch, den Farbwechsel. Und hier steht gemütliche Glub Lounge durch den Milchglas-Look. Und die verschiedenen Farben verzaubert das wirklich alles. Super. Entweder manuell die Farbe, die Stimmungsfarbe einschalten oder auch den Farbwechsel. Wir haben insgesamt 16 Einzelfarben. Und das ist natürlich toll für jede Stimmung die richtige Farbe. Du kannst da tatsächlich auch Flash drücken und dann also blinkt das auch ein bisschen. Ne? Genau. Also das hat wirklich verschiedene Funktionen. Das leuchtet nicht einfach nur, du kannst die Farben wechseln, es kann blinken. Schau mal, bei Ingo, da haben wir jetzt einen Farbwechsel. Da gehen jetzt alle Farben automatisch durch. Das ist ja mal ein Highlight. Und bei dir sieht es eigentlich aus wie ein Vollmond. Nee, man kann, also das sind 16 Knöpfe für die einzelnen Farben da. Da kann man hell, dunkel einstellen. Man kann Slow 2, Fast und Flash. Das heißt, verschiedene Modi noch einstellen. Und man kann manuell die Farbe einstellen. Das ist ja wirklich, ich kenne das von diesen Smartlampen und das ist ja wirklich, die kosten ein Schweinegeld. Und hier für 10 Euro mit Fernbedienung. Das ist der Hammer, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Und Sie wissen, für Leuchtmittel und für so moderne und schicke Lampen kann man wirklich ganz, ganz viel Geld ausgeben. Hier haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von 35 Euro. Und da würde ich auch sagen, das ist ein ganz, ganz realistischer Preis. Aber nicht in der 10-Euro-Überraschungsshow. Denn für Sie ist es jetzt für 10 Euro zu haben. Und bevor ich die Bestellnummer sage, noch ganz kurz zu unserer Spielekonsole, unserem heutigen Preisalarm. Die Nachfrage schon riesengroß, unter anderem hat die Ilona zugegriffen. Also da bitte schnell sein, wenn Sie noch zugreifen wollen. Aber ich sage Ihnen jetzt für unsere LED-Effektkugel auch noch die Bestellnummer. Das ist nämlich die NC 6677 und die 569. Und Sie haben es, glaube ich, gerade ansatzweise sehen können, wie schön diese Effekte sind hier bei uns im Studio und bei Ihnen zu Hause auf dem Nachttisch als Nachtlampe könnte ich mir das, als Nachtlicht könnte ich mir das gut vorstellen, aber auch in einem Regal im Wohnzimmer, wenn mal die Hauptbeleuchtung aus ist, als kleiner Lichteffekt. Also ich glaube, Sie haben mit Sicherheit noch mehr Anwendungen und diese Lampe dürfen Sie wieder bis zu 5-mal bestellen. Und 10 Euro, alles 10 Euro. Und so viel Atmosphäre in jeder Version, die Sie möchten. Rosa, blau, grün, alles dabei. Was kommt denn als nächstes? Weiter geht's. Das wiegt ein wenig hier. Was ist denn da drin? Oh, die hatte ich schon mal. Das ist toll. Da freuen sich alle, die gerne kochen, oder? Das ist der Wahnsinn. Das ist, sieht doch so schick aus, für wie in so einem Restaurant, wenn man das Essen serviert bekommt. Das ist eine gusseiserne Pfanne, die Sie in den Ofen stellen können, wo Sie Sachen warm machen können, warm halten können. Liebst du das auch so, wenn du essen gehst, irgendwas, so einen Auflauf und du kriegst das in so einem Pfännchen und es blubbert noch. Ja. Toll. Und das jetzt zu Hause. Und hier mit dem Holzblech, das ist übrigens Profi-Gusseisen, was wir hier sehen. Die Servierpfanne mit Untersetzer und hier stehen ein paar Beispiele. Pfifferlinge, Bratkartoffeln, Gemüsepfanne, auch zum Braten geeignet und mit dem Griff natürlich, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Und das ist natürlich toll. Und dann mal zu Hause so eine brutzelnde Pfanne servieren, direkt aus dem Backofen raus. Wahnsinn. Das ist richtig. Da höre ich schon das Brutzeln und bekomme Hunger. Ne? Also das ist richtig.
Das sieht auch elegant aus, wenn Sie da mehrere davon bestellen. Da freuen sich natürlich die Gäste. Da haben Sie schön Gemüse, Fleisch drauf. Und das sieht elegant aus, designmäßig. Sie können den Henkel auch abmachen. Das ist wirklich ganz toll auf dieser Holzplatte gemacht. Wirklich wie in einem schicken Restaurant. Ganz genau. Und dann eben diese Holzplatte ist nicht nur schick, die schützt ja auch den Tisch. Das heißt, Sie können Ihre Gusspfanne direkt aus dem Ofen auf den Tisch stellen zu Ihren Gästen. Und das macht wirklich was her, wie du gesagt hast. Wenn das so brutzelt, das riecht ja dann auch immer so gut. Oder du bringst es eben an den Tisch zu deinen Gästen und du verbrennst ja dabei nicht die Finger, ganz weil genau. Du hältst es ja am Holz. Also ich finde das klasse, bis zu 5-mal dürfen Sie auch diese gusseisernen Servierpfannen bestellen. Übrigens, Gusseisen gehört nicht in die Spülmaschine. Das reibt man einfach aus, weil das gibt eine natürliche Patina. Ja? Und dann ist es noch besser. Und das ist Profi-Gusseisen, so steht es hier, ist kratzfest. Also damit kannst du im Notfall auch mal einen Nagel an die Wand, in die Wand hauen. Wirklich so stabil ist Gusseisen. Und das zerkratzt dann auch nicht, wenn man mal eben mit der Gabel oder mit dem Messer drin schneidet. Und das ist klasse. Und Holzbrett gleich mit dabei. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, aber da jetzt ganz schnell sein, weil da bin ich mir sicher, dass es schnell ausverkauft. Die Bestellnummer ist die NC 2900 und die 569 Profi-Gusseisen-Servierpfanne mit Untersetzer. Oh, und jetzt kriege ich auch schon wieder Hunger. Und das Essen schmeckt dann auch besser, wenn es da noch so ein bisschen brudelt. Ja, gerade, man kennt das oftmals auch beim Italiener mit so Aufläufen. Ja, 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 dann blubbert das noch richtig, wenn es serviert wird. So was das mal riecht zu Hause dann auch machen. Gleich gut. Ne? Wow. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Was noch mehr? Ja, wir sind noch nicht am Ende. Wow. Sie haben es vielleicht gemerkt, wir haben die Taktung erhöht. Wenn, dann machen wir es richtig. 2021. Noch mehr Schnäppchen in jeder 10-Euro-Überraschungsshow. Und die gibt es jeden Tag um 19 Uhr. Oh. Und wir haben... Das ist so praktisch. Was praktisch? Weißt, das was sage ich dir. Ist das nicht so ein Korkenzieher, so ein elektrischer? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt, im ersten Moment hätte ich gesagt, das Salz, Pfefferstreuer. Ja, du hast recht, jetzt sehe ich es. Ja. Mit Ständer sogar. Das ist ein elektrischer Korkenzieher und das natürlich für Weinkeller enorm. Weil ich finde auch die Optik wirklich herausragend schön. Das stellst du auf den Tisch und jetzt machst du auch keine Sauerei mehr, weil du mit Kraft irgendwelche Korken rausziehen musst, sondern das geht elektrisch und der Ständer ist mit dabei. So steht das dann auf dem Tisch. Das sieht doch perfekt aus und wenn man es braucht, ganz einfach hier hoch und runter, also rein und raus drehen. Also das hat das auf jeden Fall. Ein elektrischer Korkenzieher zum Öffnen von Weinflaschen mit Akku. Das heißt, der braucht nicht mal Batterien. Den können Sie einfach per USB aufladen. Ganz, ganz toll. Das kommt mit USB-Ladekabel und deutscher Anleitung. Das ist ein sehr eleganter Weinöffner, muss ich auch sagen. Es gibt ja auch die mit Druckluft. Und mit Druckluft ist immer, da kommt immer Luft mit rein in den Wein. Das ist nicht gut. Und dieser hier ist ja ein richtiger Korkenzieher, der eben auch genau richtig auf den Korken zieht. Ich führe das mal vor. Ich finde das total faszinierend. Das hat so viel Power. Und vor allem, man braucht ja auch keine Kraft mehr. Das geht von alleine. Und ich finde es mal was ganz anderes. Und gerade, wenn man jetzt zum nächsten Mal irgendwo eingeladen ist und was mitnimmt. Ja? Flasche Wein ist ja obligatorisch, aber die ist ruckzuck leer getrunken. Dann ist das Geschenk weg. Hier bleibt man auch als Schenkender lange in Erinnerung. Ja? Weil das wird immer wieder verwendet. Und nicht mal batteriebetrieben, sondern akkubetrieben. Das heißt, immer wieder aufladbar, ohne Folgekosten. Also das ist natürlich perfekt für 10 Euro. Und ich höre gerade einmal unser Preisalarm, riesengroß nachgefragt, aber auch unsere LED-Effektkugel, die ja wunderschön ist. Da hat unter anderem auch die Malis zugegriffen, alles richtig gemacht. Wenn sie mal steht, schicken Sie uns doch gerne ein Foto von Ihrer Effektlampe. Da freuen wir uns drüber. Das machen Sie dann am besten an die E-Mail-Adresse redaktion@pearl.tv. Also ab sofort brauchen Sie keine Power mehr, wenn Sie Ihre Flaschen öffnen möchten. Da können Sie hier direkt zugreifen. Die Bestellnummer hierzu hast du gleich noch. Die Bestellnummer für unseren elektrischen Korkenzieher zum Öffnen ist NX6180569. NX6180569. Wir hatten wieder eine ganz tolle Show mit vielen Produkten aus allen Sparten. Für 10 Euro haben Sie viel Spaß damit, aber seien Sie schnell.